Hi Leute und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ihr seid hier bei Jessie Cooper und ich habe mal wieder ein neues Video für euch. Und ihr könnt es im Titel sehen. Das ist mein Video zu meiner Verlobung. Ich werde heiraten. Ich kann es gerade immer noch nicht fassen, weil das einfach so aufregend und spannend und überraschend alles kam. Aber natürlich teile ich mit meiner Cooper Army, mit meiner Community, mit euch da draußen alles, was so mein Leben betrifft. Und ich habe die Beziehung hier öffentlich gemacht. Ich zeige euch mit Vlogs, was ich so in meinem Leben so unternehme. Ich nehme euch überall mit hin und ich möchte auch, dass ihr an solchen Dingen teilhaben könnt. Inwieweit ich das mit euch teile, ist natürlich immer meine Entscheidung. Aber trotzdem möchte ich euch an so viel mit teilhaben lassen, wie es nur geht. Und deshalb natürlich auch das Video zu meiner Verlobung. Ja, ihr seht richtig, ich habe einen Ring. Ich trage einen Ring. Ich bin ein absoluter Nicht-Ringträger. Deshalb fühlt sich das so wunderschön an, weil man weiß, es ist ein besonderer Ring und es hat eine besondere Bedeutung. Und ja, ich werde euch heute einfach mal alles erzählen, wie es so war. Denn auf Instagram bombardiert ihr mich natürlich mit Fragen, wie war es denn, wann war es denn? Weil wir haben am 1. Dezember, hat Nick mich gefragt, ob ich seine Frau werden möchte. Das ist aber noch so rührend und ich bekomme immer Tränen in den Augen, weil ich bin so ein emotionaler Mensch. Und natürlich, das Thema Heirat ist ja auch ein sehr schönes Thema und auch ein sehr emotionales Thema. Und wir haben euch natürlich am 1. Dezember, glaube ich, also von mir kam sowieso gar nichts, weil ich ja komplett überrumpelt worden bin. Und natürlich hat man dann immer noch irgendwie nicht den Kopf, an so einem besonderen Moment einfach die ganze Zeit das Handy zu zücken und euch zu sagen, ey Leute, ist es passiert oder so und so war es. Deshalb dachte ich mir, ich nehme mir einen Moment der Ruhe und sag euch das, beziehungsweise erzähle euch das alles hier in einem YouTube-Video. Und ja, so habe ich auch eine schöne Erinnerung. Aber wir haben nichts gefilmt, wir haben es wirklich für uns genossen, das schon mal so vorab. Und ich fange einfach mal an, wie es denn passiert ist und ja, wie es denn war. Ja, es war der 1. Dezember, also es war Samstag. Und man muss dazu sagen, wir waren am 30. November noch in Oberhausen beim The Dome und waren echt ein bisschen müde. Wir waren spät abends zu Hause. Klar, es gab eine Aftershow-Party, das heißt, man war halt, glaube ich, bis 1 oder bis 12 waren wir da unterwegs, sind dann nach Hause gefahren, spät ins Bett gekommen natürlich. Ja, und waren kaputt. Und den ganzen Tag über hatten wir eigentlich gar nicht so viel geplant. Wir hatten das Einzige, was auf unserem Plan stand, also offiziell für mich, war, dass wir abends zu Nicks Schwester fahren müssen und auf die Kinder aufpassen müssen. So, wir sollten auf die Kinder aufpassen und dann war es so, ja ich sag mal so 14, 15 Uhr und dann haben wir angefangen uns fertig zu machen, duschen und umziehen und alles. Und natürlich zum Kinder aufpassen, da muss man jetzt keine stylischen Sachen anziehen. Also habe ich mich in eine Leggings geschmissen und einen ganz schlichten Adidas Hoodie geschmissen. Und ja, und dann dachten wir, okay, wir holen uns nochmal kurz was zu essen. Und Nick hatte unbedingt Bock auf Nuggets von Mc's. Und dann dachten wir, okay, setzen wir uns kurz ins Auto, fahren zu McDonald's, holen uns Nuggets, essen das und fahren dann zu den Kindern. Ja, alles ganz entspannt der ganze Tag. Und dann kam Nick aber rein und meinte, ja Schatz, wollen wir vielleicht nicht bei Eileen ein paar Instagram-Fotos machen? Weil die hat ein echt schönes Haus, eine coole Location. Ja, da können wir noch Bilder machen. Ich so, okay, Habe mich aber nicht geschminkt, weil ich habe halt natürlich frisch pigmentierte Lippen. Ich habe Augenbrauen, die immer da so und Wimpern. So, da braucht man sich eigentlich nicht schminken. Aber nicht mal so besonders irgendwie Concealer oder so drauf gepackt. Nichts, war komplett ungeschminkt und hatte aber noch Locken. Und dann habe ich mich aber normal angezogen. Wir sind zu McDonald's gefahren, ich habe mir einen Hamburger Royal TS geholt. Und nix, ich nur Nuggets. Und ich habe mich schon gewundert, wieso so wenig essen will. Weil ich wusste, wir haben den ganzen Tag noch nichts gegessen und nur diese paar Nuggets. Da wird er doch nicht satt von. Naja, egal. Jetzt kann natürlich typisch ich. Ich mir erstmal ein schönes Hamburger Royal TS Menü bestellt. Wir dann nach Hause gefahren. Und zu Hause angekommen, ist Nick sofort durchs Haus durchgelaufen. Und ich gehe in die Küche und packe so meinen Burger aus. Und dann einfach mal sagt er, ja komm mal mit. Edit, ich habe ihm einen Adventskalender geschenkt, den ich selbst gebastelt habe. Ich glaube, den sieht man irgendwo im Hintergrund da oben, so ein graues Paket. Also es sind ganz viele kleine Geschenke. Und er meinte die ganze Zeit, du kriegst auch von mir einen. Das kommt aber erst abends und dann im Laufe des Tages hat er irgendwann mal gesagt, ja erst wenn es dunkel ist, weil es was mit Lichtern zu tun hat. Und ich schon so, hä, bekomme ich einen Kerzen-Adventskalender oder hat er irgendwie das mit Lichterketten verziert oder keine Ahnung. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, okay, gleich kriege ich meinen Adventskalender. Ich habe die ganze Zeit mich so gefreut und dachte, okay, was für ein Adventskalender hat er mir gebastelt. Und dann hat er mich, nachdem ich in der Küche war, hat er mich ins Wohnzimmer bzw. in den Wintergarten gerufen. Ja, und im Wintergarten schaue ich so durch und das ist halt wirklich alles so aus Glas. Das heißt, man kann in den Garten schauen und ich sehe einfach eine Flut von Kerzen. Also es waren wirklich
tausende von Kerzen gefühlt in diesem Wintergarten aufgestellt und alles super romantisch und dann standen da also Sektgläser, Champagnergläser und ich war schon so, okay, wir müssen jetzt mein Adventskalender und wollte so durchgehen, also ein bisschen weiter in den Raum rein und dann sagt er so, ja komm mal her. Und ich habe mich schon so gewundert, ich so, wo ist denn der Adventskalender? Und ich die ganze Zeit im Kopf so, hey, wo steht der denn? Hab mich schon so umgeschaut und dachte, ah, okay, er hat einen romantischen Abend organisiert, als erstes Adventskalender-Türchen sozusagen. Und dann dachte ich mir, okay, gut. Und dann redet er mit mir und ich schon so die ganze Zeit im Kopf, ich wollte ihm schon gar nicht zuhören, weil ich die ganze Zeit überlegt habe, hey, wo ist denn der Kalender oder was ist denn jetzt? Weil er nicht so, er hat nicht direkt gesagt, was los ist. Und dann geht er einmal so um mich rum, guckt mich an und kniet sich hin. Und ich so, oh mein Gott, oh mein Gott. Und ihr wisst, ich bin eine absolute Heulsuse. Ich natürlich sofort angefangen zu weinen. Und ach, also dieser Antrag verging so wie in einem Flug. Also es ging so, so schnell. Und er hat dann natürlich so ein paar schöne Worte gesagt, die ich für mich behalte. Aber auf jeden Fall war es ihm wichtig, dass ich überrascht werde, dass ich auf jeden Fall nichts von dem Antrag weiß. Und es kommt diese Woche noch etwas auf mich zu, was ja auch besonders für mich ist und er wollte es davor machen, also wollte mich als Verlobte nehmen, bevor das passiert. Ich bin immer so emotional und dann hat er gesagt, dass er unser erstes Date, das habe ich auch noch nie erzählt, glaube ich, unser erstes Date bzw. unser erstes Treffen war im Wintergarten und da hing sogar noch ein Nistelzweig und genau jetzt, ich glaube vor 2 Tagen oder so, haben wir wieder einen Nistelzweig da hingehängt, also hingehangen. Und dann sagt er ja, weil er wollte es so besonders halten und er wusste, ich hätte es gecheckt, wenn wir irgendwo hingeflogen wären oder hingefahren wären. Er wollte wirklich, dass ich überrascht werde und einfach damit nicht rechne. Und dann hat er es an dem Ort gemacht, wo wir uns das erste Mal gesehen haben, wo er wusste, ja, ich bin's. Und ja, dann hat er mich gefragt, ob ich seine Frau werden will. Und natürlich, klar, was ist das für eine Frage? Ich bin glücklich mit ihm und ich freue mich und ich freue mich auch auf die Hochzeit und ich freue mich auch auf die Wohnung. Und wir hatten es auch echt nicht leicht, sag ich mal so, in Bezug auf die Wohnung und deshalb warten wir auch schon so lange. Und das war irgendwie so ein Zeichen, dass er für mich da ist und mich wirklich liebt. Und auch in Bezug auf das, was jetzt noch kommt, dass halt hinter mir steht. Und dass ich keine Angst haben muss. Wieso bin ich so eine Heulsuse? Naja, auf jeden Fall konnte ich halt schon fast gar nicht zuhören, was er gesagt hat, weil ich so am Heulen war. Aber natürlich habe ich dann ja gesagt und here is it, mein Ring. Und er wusste ganz genau, also Nick kennt mich eigentlich schon so, so gut dafür, dass wir noch nicht mal ein ganzes Jahr zusammen sind. Ich weiß einfach, was für ein Mensch ich bin. Ich bin halt ein tollpatschiger Mensch und ich trage nie Ringe. Und er wusste ganz genau, ich kann ihr keinen Ring schenken, der einfach so einen fetten Klunker hat, weil ich werde überall gegenditschen. Ich werde den dann abnehmen und ich habe immer gesagt, ich möchte einen Verlobungsring, wo ich den Ring immer tragen kann. Und der Ring ist einfach schlicht, hat aber einen Diamanten, also es ist ein echter Diamant eingefasst. Und er ist schön schlicht. Ich kann ihn zu einem tragen. Und natürlich ist es so ein typischer Verlobungsring mit wirklich einem Glitzerstein. Und natürlich, ihr alle kennt mich. Ich brauche kurz Taschentuch. Ihr alle kennt mich. Ich liebe Glitzer. Und deshalb muss es natürlich auch ein Glitzersteinchen sein. Aber das war noch nicht alles. Also ich dachte so, okay. Und ihr Leute, ihr könnt gar nicht... Also Nick kennt mich ja schon so gut, aber ich bin wirklich so ein Fuchs, was sowas angeht, was Überraschungen angeht. Und er hat mich einfach so austricksen können und das hat mich am meisten überrascht an dem ganzen Abend. Also es war dann so 19 Uhr, glaube ich, so 18, 19 Uhr. Ich wusste, wir müssten jetzt gleich zu der Schwester, also zu Eileen und ob die Kinder aufpassen. Und dann haben wir angestoßen mit Champagner und haben uns gefreut. Und dann habe ich natürlich direkt ein Bild meiner Mutter geschickt und meinem Bruder und dachte so, hey, wieso ruft mich Mama und also Mama und Papa nicht an? Und Kilian hat nur geschrieben, Kilian hat nur so einen lustigen Spruch geschrieben und dann so, haha, herzlichen Glückwunsch. Und meine Mutter ist nicht ans Telefon gegangen. Und ich war schon echt so enttäuscht oder traurig, weil Mama irgendwie nur geschrieben hat, rufe gleich zurück. Es kam nichts. Und ich die ganze Zeit so, wie kann man denn nur so sein, dass man nicht mal jetzt sofort die Tochter zurückruft oder Kilian nicht? Weil ich wusste, der hat mir ja geantwortet. Das heißt, er hatte Zeit. Und ich war so traurig. Und dann plötzlich höre ich aus dem Garten irgendwie ein Kinderlachen. Und ich schon so, Nick, kann das sein, dass deine Schwester jetzt gerade vorbeikommt und die Kinder vielleicht hier hinbringen will? Und er so, hör, weiß ich nicht, was macht die denn hier? Und ich schon so voll verdutzt. Und ich wusste, dass die Eltern zum Beispiel von Nick, Marion hatte mir erzählt, dass die Mutter, dass die essen gehen. Und ich so, okay, dann würde ja gar keiner kommen. Also das heißt, alle sind beschäftigt und ich bin halt jetzt mit Nick hier. Und ich war mir auch eigentlich sicher, okay, das war's jetzt. Das war der Antrag und wir gehen jetzt babysitten. Das war so mein Plan im Kopf. Ja, dann klingelt es, beziehungsweise die Tür ging einfach auf. Eileen macht die Tür auf.
und ist mit der Kleinen da. Und ich sehe so im Hintergrund die Mutter von Nick. Und ich sehe dann weiter und das war das, was mir so am meisten bedeutet hat, dass meine Eltern da waren. Und ich habe da meine Mutter gesehen und sehe meinen Bruder und dahinter meinen Vater und dann noch den Vater von Nick. Und dann habe ich gecheckt, dass er sich so Gedanken gemacht hat, dass alle es wussten und ich nicht. Und oh Gott, wieso bin ich so sentimental? Und das war einfach wieder so ein Zeichen, dass ich wusste, dass er genau weiß, was mir bedeutet und was ich mir an dem Tag gewünscht hätte. Und genau so kam es. Es kam einfach so. Aber ich wusste, ich habe sogar noch vor 2, 3 Tagen gesagt, ach, unsere Eltern müssten doch jetzt endlich mal sich kennenlernen, wir müssen nochmal essen gehen. Und da hat er schon so komisch reagiert und meinte so, ja, im Dezember schaffen wir es wahrscheinlich nicht mehr. Ich habe mich so gewundert, weil meine Mutter und Nicks Mutter haben schon so oft telefoniert und die kennen sich eigentlich schon. Und ich habe mir so gedacht, hey, ja, können wir doch irgendwann mal jetzt machen. Aber nein, er meinte so, ja, irgendwann im Januar. Ja, jetzt weiß ich, wieso er gesagt hat, irgendwann im Januar, weil es stand ja schon längst fest, dass die... Happy Wife, Happy Life! Ich mach was zu essen. Hab dich lieb, wir heiraten! In der Zeit, wo ich euch erzähle, wie der Antrag war, macht mein zukünftiger jetzt Mittagessen. Ja, meine Eltern kamen rein, mein Bruder. Und das war für mich so ein schönes Gefühl zu wissen, dass ich einfach, dass wir jetzt eine große Familie sind und dass sich einfach alle jetzt kennen und alle sich verstehen und die das alles für mich gemacht haben. Im Endeffekt, klar, auch für Nick, aber Nick hat das alles geplant und das war ein schönes Zeichen. Und das schätze ich auch sehr, dass unsere Familien einfach das für uns getan haben. Und das ist schön. Also, das ist ein schönes Gefühl, dass die Familien einfach hinter einem stehen und sich freuen. Und naja, auf jeden Fall, meine Eltern kamen mit meinem Bruder, die Eltern von Nick kamen und die Schwester von Nick kam mit der Kleinen. Ja, wie es dann so war, das ist okay, cool, jetzt stoßen wir an und haben einen schönen Abend. Dann haben wir auch natürlich alles zusammen angestoßen und dann irgendwann mal hieß es, ja Jessi, du kannst dich oben ein bisschen umziehen, wir bereiten hier alles vor. Und ich so, hä, wie alles vorbereiten, was passiert denn jetzt? Und dann dachte ich, okay, es gibt's Essen oder so. So, meine Mutter hat ein bisschen was mitgebracht, die Eltern von Nick hatten was vorbereitet, also damit wir alle schönen Abend haben konnten, was trinken konnten und ja auf die Verlobung anstoßen konnten, dass wir einen schönen Abend zusammen haben können. Dann habe ich mich fertig gemacht, weil, wie gesagt, ich war ja noch nicht mal fertig geschminkt. Ich hatte klar einen coolen Pulli an mit einer Hose, aber ich war halt nicht so feierlich angezogen. Und dann bin ich einfach schnell ins Zimmer gelaufen, habe mich umgezogen, habe mich nochmal ein bisschen fresh gemacht nach dem ganzen Heulen. Und dann einfach beruft meine Mutter mich runter. Und ja, ich habe halt nicht mehr gerechnet, dass irgendwer kommt, weil das Ding ist auch, das ist so ein ja, bitterer Beigeschmack von meinem Job oder von unserem Job, dass man halt wirklich nicht mehr so viel Zeit für Freunde hat und viel unterwegs ist und sich da manche Freunde vielleicht von einem abwenden. Und natürlich ist es dann schwer, viele Freundschaften noch zu halten. Deshalb habe ich halt echt nicht viele Freunde, aber dafür schätze ich die Freunde, die ich noch habe, umso mehr. Ja, und dann klingelt es an der Tür und ach, das hat mir auch wieder gezeigt, dass Nick einfach direkt wusste, was ich so brauche an so einem Tag. Ja, und das war Carina. Also Carina kennt ihr, die meisten kennen Carina aus meinen Instagram-Stories. Carina kenne ich schon seit, ich würde sagen, über 15 Jahren. Ich bin Rollkunstlauf gelaufen, also Rollschuh gelaufen. Und ja, sie kenne ich, ich glaube, seit dem 1. oder 2. Jahr. Seitdem laufen wir zusammen Rollschuh. Ja, und er hat sie und ihren Freund, der übrigens auch Niklas heißt, mit eingeladen. Und die haben mich auch einfach in Weilhorst in Osnabrück überrascht. Und dann kamen die auch hier mit den Luftballons. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Da steht Nick und Jessi und auf der Rückseite ist das Datum von unserer Verlobung. Und das hier ist übrigens ein riesengroßes N in rosa und noch ein riesengroßes J in rosa. Problem ist nur, ich habe das J beim Packen ins Auto verloren. Es ist weggeflogen. Bringt Glück, oder? Und ich muss euch noch was Cooles zeigen. Dieses lustige Bild hat Carina mir auch noch geschenkt. Richtig süß. Also da sieht man auch, dass die Freunde einfach für einen da sind. Und die Freunde sich so für einen freuen und... Zum Beispiel Carina war auch auf einem Geburtstag eingeladen an dem Tag und es tut mir so leid, sie musste einfach absagen. Und sie konnte nicht mal dem Geburtstagskind sagen, ey, jetzt sie bekommen einen Antrag, weil das sagt man ja vorher nicht und das war ja auch eine Überraschung. Deshalb tut es mir auch leid, also in diesem Sinne, sorry, dass du nicht auf den Geburtstag gehen konntest und bei mir warst, aber da schätze ich umso mehr und auch nochmal sorry ans Geburtstagskind, die ohne Carina feiern musste. Ja, Patricia war auch eingeladen, Patricia, meine Freundin aus Hamburg, bei der ich übrigens Trauzeugin war auf ihrer Hochzeit und... Ja, sie ist gerade frisch Mama geworden, völlig verständlich. Die Kleine ist einfach erst ein paar Wochen alt. Verständlich, dass man da jetzt nicht sofort für einen Abend aus Hamburg kommen kann. Plus halt selber noch die Schwiegermutter, plus selber noch Termine hat. Also es waren wirklich wichtige Gründe, weshalb sie nicht kommen konnte. Deshalb
Völlig verständlich. Und ja, Maxim ging es auch nicht so gut. Also die Gründe möchte ich nicht nennen, aber es war halt auch an dem Tag ist einfach was Blödes passiert, weshalb sie dann nicht mehr zu mir kommen konnte. Aber ich hätte mich auch gefreut, wäre Maxim gekommen. Maxim war auch von Nick eingeladen. Sorry für die Lichtverhältnisse, aber die Sonne scheint plötzlich einfach mal so. Ja, dann kam einfach eine Überraschung nach der nächsten. Als nächstes klingelte dann Dagi, unsere Managerin, beziehungsweise auch Freundin ja natürlich von uns jetzt. Dagi kam, das hat mich auch richtig gefreut. Dann kam Hendrik mit Carlo vorbei. Das war richtig cool. Einfach auch nochmal Freunde, die man jetzt gemeinsam hat, da zu haben. Und natürlich auch die Jungs von Nick kamen und später auch noch die Freundinnen. Das war einfach richtig schön. Wir haben einfach zusammen alle gefeiert. Wir hatten einen schönen Abend. Unsere Familien haben sich kennengelernt. Wir hatten einfach wirklich einen perfekten Abend. Bis ich dann einfach wirklich aber auch gecheckt habe, wir gehen jetzt nicht mehr babysitten. Das ist so typisch Jessica. Ja. Am nächsten Morgen bin ich wach geworden und spüre so etwas an meinem Finger und denke mir so, wir werden heiraten. Ja, krass. Das Ding ist, so weit war ich noch nie mit einem Partner, dass ich überhaupt dachte, okay, ich würde ihn heiraten. Und jetzt ist es halt soweit. Wann wir heiraten und wo und wie und wer und was, behalten wir erstmal für uns. Also wir haben schon für uns gesagt, wann wir es dann genau machen wollen würden. Wie haben wir eigentlich auch schon eine Vorstellung? Also wir wollen es auf jeden Fall nicht groß halten, wir wollen es in einem kleinen Kreise halten, weil unser ganzes Leben spielt sich schon gefühlt in der Öffentlichkeit ab. Deshalb muss jetzt die Hochzeit, muss so ein intimer Moment nicht unbedingt komplett in die Öffentlichkeit getragen werden. Das hatten wir für uns schon mal gedacht. Aber was dann kommt, wissen wir auch noch nicht. Und wir haben auch noch nichts angefangen zu planen oder sonstiges, Leute. Also ich bin jetzt erstmal seit, heute ist der 3. Dezember. Wir sind ja seit 3 Tagen in dem Sinne verlobt. Deshalb alles mit der Ruhe. Rundum war das einfach ein perfekter Abend. Es hätte nicht besser laufen können. Es war persönlich, unser Antrag war einfach nur, dass wir beide da... Immer wenn ich dran denke, fange ich an zu hören, wieso bin ich so ein scheiß Heulsuse? Es war einfach... privat, es war unter uns, das fand ich mega schön, also dass wir erst im Moment zu zweit genießen konnten, dass wir wirklich alleine waren und unseren Gefühlen, sag ich mal, freien Lauf lassen konnten und dass dann so als krönender Abschluss einfach noch Freunde und Familie kam, so einfach ein rundum gelungener Heiratsantrag, ja, von dem besten Mann der Welt, zukünftigen Mann. Ja, es ist so schwer, sich vorzustellen und klar, es können jetzt auch Kommentare kommen, wie von wegen, ist es nicht zu früh, ihr kennt euch doch noch nicht so lange. Wir kennen uns schon länger als, sag ich mal, als ihr denkt oder vielleicht auch wisst. Also wir kennen uns schon seit Anfang des Jahres und das Ding ist, wenn man sich sicher ist, dann ist man sich sicher. Dann braucht man nicht 7 Jahre eine Beziehung führen, dann reichen auch 7 Monate im Endeffekt. Wenn man sich sicher ist, dann ist man sich sicher und dann sollte man es auch tun. Und das Ding ist, ich sag ja nicht, beziehungsweise wir sagen ja nicht, wir gehen jetzt morgen zum Standesamt und sagen uns direkt das Ja-Wort. Wir haben jetzt erstmal vor, unsere Wohnung in Angriff zu nehmen und dann geht's Schritt für Schritt weiter. Ja, also es ist schwer, deshalb wollte ich dazu auch nochmal ein Statement geben. Nein, das ist real. Wie man auch gesehen hat, wir haben mit Freunden den ganzen Abend gefeiert. Also meine Familie würde niemals irgendwo hingehen, wenn das fake wäre. Und ich habe so viele schöne Nachrichten bekommen, dass sie so viele sich gefreut haben. Deshalb Dankeschön an euch da draußen. Dankeschön, dass ihr mich unterstützt und dass ihr für mich da seid und euch mit mir freut. Ich bin einfach happy, wifey to be. Ja, das war es eigentlich schon zur Verlobungsgeschichte, also in einem kleinen, schönen Rahmen, sehr familiär, sehr emotional. Also ich habe den ganzen Abend durchgehend geheult. Ich bin zusammengebrochen, als Emma den Antrag gemacht hat, dann habe ich die ganze Zeit weitergeheult. Dann kam meine Familie mit Nicks Familie, habe ich durchgehend weitergeheult. Dann habe ich mich gerade beruhigt, dann kam Carina, habe ich wieder geheult. Also das Weinen hat kein Ende genommen und vor allem bei Freunden und Familie und so Menschen, die mir lieb sind, da kann ich auch nicht reden. Wisst ihr, ich bin halt so ein Mensch, ich weiß nicht, wie ich heiraten soll, weil ich einfach durchgehend heule. Aber das zeigt ja auch, dass man mit Emotionen dabei ist. Ja, ich würde sagen, das war's zu meiner Geschichte, wie wir uns verlobt haben. Ja, ich bin verlobt und ich glaube, ich werde euch ein bisschen mehr in nächster Zeit durch unser Leben mitnehmen, vielleicht durch mehrere Vlogs, weil das auch sehr oft angefragt worden ist. Und natürlich, wenn wir umziehen, werde ich das alles natürlich auf Kamera mithalten und euch immer mitnehmen, weil das, finde ich, wird auch sehr aufregend sein. Ja. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ich habe euch alle lieb, fühlt euch gedrückt. Habt einen wunderschönen Tag noch und ja, bis zum nächsten Video. Ciao.